up from my window. Sun's coming up like the day before. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück hier auf meinem Vlog-Kanal. Wie man sieht, bin ich heute etwas müde. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist Sonntag. Oh, ja, ich versuche mich gerade irgendwie ein bisschen zu motivieren. Habe Haare gewaschen, sie geglättet. Ich nehme seit über 5 Jahren das gleiche Gerät. Das hatte ich sogar mal ausgetestet in einem Video. Ich weiß gar nicht, was das Video noch online ist auf meinem Hauptkanal. Wie so eine Art Rundbürste, die gleichzeitig glättet. Aber ich muss gucken, ob es ein neueres Gerät davon gibt, weil es schon in die Jahre gekommen ist. Tut aber auch und gefällt mir persönlich mehr als mit GHD glätten, weil es hat so... Die Haare sind viel, viel weicher und ich kann sie viel mehr stylen und das andere ist halt dann nur glatt. Ich bin gerade dabei, mich ein bisschen in the mood zu bringen. Ich werde jetzt gleich auch wieder Weihrauch machen oder eine schöne Kerze, je nachdem. Ich schaue gerade Tati Beauty. Ich habe die ein Jahr lang vermisst. Die hatte so ein schwieriges Jahr 2020. Ich glaube, für viele war das Jahr 2020 einfach nicht so einfach. Ansonsten werde ich mich jetzt schminken. Hab ein paar neue Sachen mir gestern gekauft im Kaufhof. Ich war ganz schnell mit Miki. Ich war exakt 44 Minuten in der Stadt, weil ich es momentan so vermeide, in die Stadt zu gehen. Mir ist das einfach zu voll. Und da sind so verschiedenste Menschen mit unterschiedlichen Energie. I can't handle it. Aber ich habe den kleinen Gästen versprochen, wir waren im My Toys. Dann habe ich ihm was Kleines von Paw Patrol gekauft. Dann waren wir im DM und zielgerichtet alles in der Innenstadt, weil Stuttgart kennt. Da war ich nur am Kaufhofparkplatz raus, zack, zack. Und im Kaufhof habe ich wirklich so gemacht. Habe gesagt, ich will das. War ganz schnell durch. Ich habe mir, weil ich jetzt wieder, ich weiß nicht warum, ich habe wieder so viele Fall-Videos angeguckt. Wahrscheinlich, um mich so ein bisschen abzulenken, was im Außen so ist. So meine eigene pinke Blase. Und dann habe ich einfach mir von MAC den Lip Liner in... Ist es so rum richtig? Seht ihr das? Auf jeden Fall heißt das World, auch so rum. Dann habe ich mir noch von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz gekauft. In der Farbe Medium Brown. Dann habe ich mir von Fenty Beauty von Rihanna habe ich mir den Dark Brown gekauft. Den hatte ich schon mal und ich mag das. Also hat echt gute Augenbrauenstifte. Also ist so mein persönlicher Geschmack. Und dann habe ich mich MAC Oak. Oh mein Gott, wie viele Jahre habe ich denn nicht gekauft? 7 Jahre? 8 Jahre? Ich dachte, es ist Zeit. Ich war auch, stand auch wieder vor Ruby Woo und Red von MAC und dachte mir, nein, jetzt nicht. Jetzt guck schon mal, ob du irgendwo noch einen roten Lipliner hast. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwo noch einen roten Lipliner. Irgendwo hier drin. Aber ich finde nicht. Das habe ich mir gekauft. Und ist irgendwas leer gegangen? Ja. Bei mir ist hier von Becca Ultimate Coverage. Den habe ich sehr gerne im Sommer gehabt. Oder im Winter. Eigentlich zu jeder Jahreszeit. Weil er einfach so gut hält. 24 Stunden in Tan. Aber wie man sieht, ich bin ein bisschen heller. Und deswegen passt er nicht. Und der ist voll innen, voll vertrocknet. Deswegen. Und eine neue Foundation kaufe ich nicht, weil ich die von NARS habe. Auf jeden Fall ist die vertrocknet, halb leer gegangen und ist einfach nicht mehr meine Farbe, wie man sieht, ne? Jetzt werde ich mich ein bisschen auf, ich will nicht sagen aufhübschen, sondern ich will mich ein bisschen motivieren, schauen, ein bisschen Tati Beauty und da sehen wir uns einfach später. So, fertig geschminkt, habe jetzt gerade ein T-Shirt angezogen und habe gerade ein paar Maiskolben gekocht, weil ich ehrlich gesagt heute noch nicht mal Lust hatte, irgendwas zu kochen. Ja, vielleicht gehen wir mal was essen, I don't know, weil ich habe heute irgendwie keinen Bock, groß mich in der Küche zu betätigen. Ich habe hier ein paar Maiskolben gekocht, weil der Kleine liebt Maiskolben. Nur ein paar Eier gemacht und ein Kürbis für eine Kürbissuppe. Ich bin gespannt. Der Kleine mag keine Kürbissuppe. Ich liebe Kürbis-Kokossuppe über alles. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mir heute die Mühe mache, Kürbissuppe zu machen. Vielleicht mache ich das morgen, wenn er im Kindergarten ist. Ist das mein Mittagessen. Und für jetzt kurzen Snack gibt es halt vielleicht ein paar Gurkensalat und Mais. Und ansonsten gehen wir wahrscheinlich was essen. Ich habe mir gerade einen Tee aufgesetzt. Verluscht wieder mal meine Weihnachtstasse, gell? Einfach viel zu früh. Ja, ich habe mir so Kräutertee aufgesetzt und jetzt wird es Zeit ein bisschen zu trinken, weil ich merke wieder, ich trinke zu wenig und irgendwie trinke ich mit Kräutertees. Wow, du bist kleben geblieben. Ein bisschen mehr. Wow. Du bist jetzt auch zum Glück nicht mehr so ganz warm und den gönne ich mir jetzt. Genieße noch die ruhige Phase. Genieße deine ruhige Phase, bevor dein Miki gleich kommt. Und ja, dann schaue ich mal, ob ich euch heute mitnehmen kann oder ob es morgen weitergeht. Wie werden sie?
Hallo, ich hatte ja das letzte Mal gemeint, ich werde jetzt weiter vloggen. Ja, ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, zu Ärzten zu rennen. Dann war ich, habe ich meine neue Kamera, mich mit der beschäftigt, weil ich habe ja eine neue Kamera für meinen Hauptkanal. Und tatsächlich festgestellt, es ist gar nicht so einfach, dieser Umschwung von Canon zu Sony. Muss mich mega einlesen, habe, ich glaube, fast 10 Stunden Videos geguckt, einrichten. Und ich glaube, der Nachteil ist, wenn man so eine gute Kamera hat, dass man eigentlich ein Vollprofi sein müsste. Jetzt drei Videos aufgenommen. Also nicht zum Veröffentlichen, sondern für mich. Ich versuche zu schneiden, alles Mögliche. Dann ist Final Cut hat ein neues Update gehabt. Dann ist mir alles zusammengestürzt. Aber es war ein Learning. Ich habe jetzt 2 Tage mich intensiv damit beschäftigt, sodass ich endlich die Videokamera ready habe, damit ich Hauptkanal-Videos drehe. Oh, ich freue mich so sehr. Ich freue mich einfach so, so, so sehr. Genauso wie ich mich gerade darüber freue, dass du hier die Zeit nimmst, um dieses Video zu gucken, weil du ja gerne wissen willst, was in meinem Leben passiert ist. Das freut mich mega. Was in meinem Leben heute Morgen passiert ist, außer dass ich Käsespätzle für die Miki gemacht habe. Wir haben noch Pfannkuchen gemacht heute Morgen. Aus dem einfachen Grund, weil wir kein Brot mehr hatten. Und ich nicht wusste, was ich den Kleinen sonst zum Frühstück machen soll. Und für den Mittag, also Mittag sage ich, nein. Was er dann im Kindergarten als zweites Frühstück isst. Also die sind mit Bananen, Haferflocken, Ei. Man kann es mit Eiersatzpulver machen. Und ich esse es jetzt gleich mit La Vida vegane Schokolade. Ich finde die voll lecker. Und wir haben reife Bananen. Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, ich muss ein paar Bananen einfrieren, weil der Miki sich unbedingt Eis heute Nachmittag wünscht. Seit 2 Tagen rennt er mir hinterher und sagt, ich will Eis. Und ich habe einfach in letzter Zeit keine Zeit gefunden, Eis zu machen. Jetzt friere ich, glaube ich, ein paar Bananen ein. Ich habe so viele Bananen, die gehen sonst kaputt. Dann machen wir Bananen-Ice-Cream mit ein bisschen Schokolade rein. So sehen meine Bananen aus. Also wenn nicht bald eingefroren, dann so viel backen kann ich jetzt auch nicht. Ich werde die mal jetzt alle klein schneiden und einfrieren und ihm später Bananen-Ice-Cream machen. Dann habe ich mir heute Morgen sehr, sehr viel Zeit genommen, auch ja, die Woche ein bisschen zu planen, was ich so alles machen möchte, was ich machen muss, was ich machen darf. Und jetzt gönne ich mir meinen Schokopfannkuchen, friere diese Bananen ein. Wie geht Bananen-Ice-Cream? Ihr könnt einfach eingefrorene Bananen nehmen in einem Hochleistungsmixer, süßen, wenn ihr wollt. Ich glaube aber, die Bananen sind bei mir reif genug, da muss ich gar nicht süßen. Wir machen da gerne ein paar Schokostückchen rein oder ein bisschen Kokosmilch. Und das ist halt eine gesunde Variante zu Eis, weil ich finde, es schmeckt so lecker. Ja, auf jeden Fall. Ihr seht es eh später. Bis dann. Hallo, also es ist ein kleiner Cut. Also ihr habt die Bananen-Ice-Cream nicht gesehen. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft. Liegt daran, dass wir einen Trauerfall in der Familie von Hatham haben. Und ich deshalb aus Respekt da die letzten 2, 3 Tage nichts gemacht habe. Und das wollte ich euch nur sagen, was passiert ist, weil vor viel haben wir dann schon wieder über Direct Message geschrieben, weil es bei mir wieder auf Instagram 3 Tage ruhiger geworden ist. Aber deswegen sage ich ja, das Leben spielt manchmal verrückt und manchmal passieren Dinge, die man nicht erwartet. Aber mehr will ich da jetzt nicht dazu sagen. Ansonsten ist bei uns heute ein richtig, richtig regnerischer Tag. Ich habe gerade den Vlog geschnitten. Der Kleine ist im Kindergarten. Ich werde mal gucken, was ich heute mache. Es gab bei uns wieder Käsespätzle, weil der Kleine sich das so unglaublich gewünscht hat. Der liebt Käsespätzle. Ich glaube, gefühlt könnte ich dem das morgens, mittags, abends machen. Das kann ich euch gerne mal zeigen. So, das sind die Käsespätzle, habe ich heute Morgen gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich stehe relativ früh auf, wenn ich sowas vorhabe. Also ich bin um 5 aufgestanden, da ich nicht weiß, wie ich sonst morgens geregelt kriege und meinen freien Kaffee und alles Mögliche. Und da habe ich jetzt einfach Ziegenkäse. Ich zeige euch mal, welchen Ziegenkäse ich nehme. Das ist der Ziegenkäse, den ich sehr, sehr lecker finde. Den kaufen wir immer vom Alnatura. Hat auch das Naturlandsiegel. Das ist ein glutenfreier Teig, aber der ist nicht vegan. Ich habe früher glutenfrei und vegane Spätzle gemacht mit Eiersatz und Wasser zum Beispiel oder Eiersatz und Mandelmilch. Hier ist aber in dem Teig Ziegenmilch drin und Ei. Ich mag es nicht, wenn zu viel Ei ist, aber ansonsten glutenfreies Mehl. Dann tue ich immer noch Maismehl, Maisgrieß. Tue ich noch selber rein, damit es so ein bisschen schöne gelbe Farbe bekommt. Und das Ganze schwitze ich dann in etwas Margarine an mit Ziegenkäse. Ich mag da eigentlich noch Zwiebeln, aber Miki mag keine Zwiebeln, beziehungsweise ich glaube, alle mögen keine Zwiebeln.
Ja, so sehen unsere Käsespätzle aus. Ja, das sind unsere Käsespätzle. Es gibt für mich heute Mittag wieder Käsespätzle. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch fermentierten Kraut irgendwo im Keller da rumliegen habe, weil ich habe voll Lust auch auf Kraut. Dann esse ich das einfach zum Mittag. Ansonsten freue ich mich mega, weil mein Hauptkanalvideo ist online gegangen. Ist auch sehr, auch einige angeguckt und ich habe mich voll über die Kommentare sehr, sehr gefreut. Ich versuche, dass ich jetzt einmal die Woche ein Hauptkanalvideo machen kann. Mir ist jetzt auch das Mikro kaputt gegangen, nachdem ich ja das Video hochgeladen habe. Glaube ich, ein Auge? Ja. habe mir auch ein neues Mikro gekauft, aber ich muss mal gucken, wie das funktioniert, weil ich will, weiß nicht, einfach eine andere Tonqualität. Ansonsten würde ich dann auch gleich auf zügig den Vlog an dieser Stelle beenden. Ihr habt in diesem Vlog von mir jetzt gesehen, was ich mir spontan eingekauft habe mit dem Kleinen an Beauty Stuff, dass wir Käsespätzle über alles lieben, ob wiegen oder not wiegen. Ja, habt mitbekommen, was in unserem Leben gerade wieder los ist. Und ansonsten freut euch auf das nächste Hauptkanalvideo, weil ich mache da ein Q&A. Ihr durftet mir Fragen stellen über Instagram. Ansonsten, falls ihr mir noch persönlich irgendwelche Fragen stellen wollt, weil das Video drehe ich erst morgen, könnt ihr mir das gerne hier unten reinschreiben, weil ich diesen Vlog heute online stelle, sodass ich den ganzen Tag noch Zeit habe, eure Fragen mit aufzunehmen. So, weil viele mir gesagt haben, Donny, ich habe gar kein Instagram, ich schaue dich nur auf YouTube. Und deswegen dachte ich mir, gut, dann habt ihr auch die Chance, mir Fragen zu stellen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bye.